Eltern können uns ja auf der einen Seite viel über Dinge erzählen, aber wir kennen das ja selbst, keine Ahnung, man erzählt seinen Eltern halt auch einfach nicht alles. Und ich würde mich auch wundern, wenn meine Eltern alles über mich wissen würden. Und ja, wir haben uns halt auch nicht getraut oder wir wollten vielleicht auch Benedikt und seinen Eltern nicht zu nahe treten und halt, wenn Benedikt auch dabei ist, seine Eltern vielleicht fragen, ja, wie sah es denn früher aus oder wie war er früher so? Haben wir uns vielleicht auch nicht getraut, wäre vielleicht auch unangebracht gewesen. Wir wissen auch jetzt nicht, ob ihr mögt, aber ob ihr uns vielleicht von früher ein bisschen was über Benedikt erzählen könnt. Wie wir uns ihn vorstellen müssen. Also wir kennen ihn ja jetzt nur so, wir würden aber auch gerne ein bisschen was von früheren Benedikt erfahren. Kann man überhaupt von einem früheren Benedikt sprechen? Ja, Oder ist das, das ist auch schon eine gute tun wir Frage. da gerade Unrecht oder Ja. findet ihr das jetzt doof, dass wir so reden? Nee, ich finde es nicht doof, aber es ist halt schwierig zu sagen. Also es ist halt, klar gab es einen früheren Benedikt und jetzt einen, aber also er ist noch immer noch der gleiche, aber er kann halt nicht das machen, was er gerne machen würde. Früher war es halt so, er war sehr aufgeweckt und wollte immer irgendwo dran rumbauen oder tüfteln, hat alle möglichen Sachen zusammengesammelt und war total begeistert für Technik und sowas. Und jetzt ist es schwierig, das noch irgendwie beizubehalten. Also früher hat er immer gerne viel Handwerkliches gemacht. Wir waren öfters mal bei ihm und er war halt oft unten bei seinem Opa in der Werkstatt und hat da alles Mögliche auseinandergenommen. Egal was er in die Hand bekommen hat, er hat es erstmal auseinandergebaut. Erstmal geguckt, wie funktioniert das eigentlich. Und ja, wo wir als Kinder immer in den Wald gegangen sind, wir haben immer viel und oft Scheiße gebaut. Dann haben wir uns natürlich immer mit Stöcken gekampelt und ja, wir haben halt oft Späße gemacht und oft Scheiße gebaut. Was man das als Kind halt gerne macht. Aber sein Humor und alles, das hat er natürlich nicht verloren. Und die Begeisterung zur Technik hat er auch nicht verloren. Ich habe ja mal seinen Augencomputer mal ausprobiert gehabt. Das ist ja eine unwahrscheinliche Technik und er freut sich, er hat wirklich sich darüber gefreut, uns das zu zeigen, wie das überhaupt richtig funktioniert. Und jedes Mal, wenn das Handy irgendwo draußen ist, dann will er sofort sehen, was ist auf dem Handy überhaupt los und was wird da gezeigt. Ja, so sein Faible für Technik hat er nicht verloren. Ja, ist aber in der Schule dann immer. Für andere Sachen interessiert er sich nicht so. Da schläft er dann meistens oder so oder ist irgendwie abwesend. Aber wenn es um Technik geht, da ist er dann voll begeistert. Ist halt immer noch genauso wie früher. Und wir hatten mit der Kamera, Ja, haben ihm was genau. gezeigt. Guck mal, die Kamera, und da fing er voll an zu lachen. Und also bin ich so an ihn rangegangen und habe den Bildschirm gerade also umgedreht. Und dann fand er voll witzig, dass er sich gesehen hat. Und dann mit dem Mikro auch, Ja, genau, das Mikro, ja. dass es geleuchtet hat und geblinkt hat. Und ja, so es sagt, stimmt. Das war sehr, also war auffällig, ne? Also auch, dass er mit uns nicht sprechen konnte, aber wir konnten auch trotzdem auch bei den Videoclips und so ziemlich schnell merken, okay, nee, das gefällt ihm gerade echt gar nicht. Also man merkt halt sofort, wenn irgendwas wenn irgendwas seine Aufmerksamkeit auf sich zieht und wofür er sich interessiert. Wie lange kennt ihr Benedikt jetzt schon beide? Also, es ist eine sehr schwere Frage. Also, ich kenne ihn seit Beginn an, also Schon seitdem immer, ich mich okay. erinnern kann. Meine Mutti ist ja die Patentante von. Nee, Tante Claudia ist meine Patentante, so rum. Okay. Also, wir sind als Kinder zusammen Ja, aufgewachsen und haben okay. ständig was miteinander gemacht. Ja, bei mir war es eigentlich genauso, weil wir wohnen ja im selben Dorf und wir wohnen nur ein paar Häuser auseinander. Ja. Wir sind auch zusammen in der Schule gewesen und im Kindergarten. Also,